Langsam, langsam. Ende. Freitagabend in der Bruno-Gerke-Sporthalle in Berlin-Spandau. Die zwei Frauen und sechs Männer der Berliner Gladiatorenschule Gladiatoris Berolinensis balancieren über den Längsbalken einer umgedrehten Holzbank. In den Händen halten sie Schwerter, Gladios genannt, sowie ein jeweils unterschiedlich großes Scutum, ein Schild. Auf den Köpfen tragen die Gladiatorinnen und Gladiatoren Helme, denn das Training ist Teil der Gladiatur des antiken, altrömischen Sportfechtens. Knapp 800 Jahre lang waren die Gladiatoren, die antiken Berufskämpfer, Bestandteil des römischen Lebens. Doch auch heute noch gibt es Männer und Frauen, die den Gladiatoren von einst nacheifern. Daniel Martin Rosenblender von den Gladiatoris Berolinensis. Gladiatur ist ein bewaffneter Vollkontaktsport. Gladiatur ist in dem Punkt spannend, dass man sieht, mit sehr wenig Ausrüstung, nämlich das technische Minimum an Schutzausrüstung, einen bewaffneten Kampf bestehen zu können, ohne sich dabei umzubringen. Gladiator war und ist nicht gleich Gladiator, sagt Daniel Martin Rosenblender, denn das ist eins der Recherchethemen unserer Schule, nämlich welcher Gladiator hat welche Ausrüstung. Ich selber kämpfe als Provokator, das ist eine schwergerüstete Gladiatorenklasse, die trägt eine Beinschiene am linken Bein, ein großes Legionärsschild, ein Scutum, ein Gladius, daher der Name Gladiator, ein Helm, eine Brustplatte. Das Gladius ist das römische Kurzschwert. Ein Stichschwert und einen Polsterarmschutz am rechten Arm. Das heißt, mein Oberkörper ist ungeschützt, meine Beine sind fast ungeschützt. Damals wie heute gibt es bei den Gladiatoren 8 verschiedene Gattungen. Erkennbar ist jede an ihrer jeweiligen Ausrüstung. So trägt die Gattung Retiarius Dreizack, Schwert, Netz und Kurzschwert. Ein Retiarius ist nur mit einem Schulterschild geschützt, sonst nicht. Doch es gibt noch Mummelonen und Sekutoren, sehr ähnliche Ausrüstung. Helm, kurze Beinschiene, großes Schild, Gladius. Dann haben wir den Hoplomachus, eine sehr interessante Klasse, weil er mit einem Kurzspeer, mit einem Schwert, einem Schild arbeitet und über kniehohen Beinschienen als Schutzausrüstung, dafür ein sehr kleines Schild. Wir stellen noch Essedarii da, also ein Essedarius. Das ist ein ovaler Großschild, ein Stoßspeer oder auch Wurfspeer und ein Gladius. Außerdem gibt es noch Samnit mit Schild, Schwert, Helm und Beinschiene und Thraker mit der ungefähr gleichen Ausrüstung. Bei den Berliner Gladiatoren stellt Gregor Barth einen Thraker dar. Er meint, der Gladiatorensport. Der Gladiatorensport ist natürlich etwas exotischer. Es ist die Nische in der Nische. Das ist dann der Reiz daran. In die Gladiatur fließen natürlich viele Dinge aus anderen Kampfsportarten mit ein. Gewisse Grundprinzipien funktionieren immer. Es geht darum, den Sport zu rekonstruieren und damit auch die Ausrüstung. Letztlich wird die Gladiatur dann dargestellt. Was bedeutet das? Das heißt, wir versuchen, ein historisches Vorbild nachzustellen, was aussieht wie ein Gladiator der Antike. Und wir benutzen dazu Darstellungen, nämlich zum Beispiel in Deutschland gibt es im Trierer Raum einige Gladiatorendarstellungen, Mosaike, Reliefs. Und diese Darstellung benutzen wir, um unsere Ausrüstung zu rekonstruieren. Das Faszinierende ist es, eine Kampfkunst zu studieren, die einfach 2000 Jahre tot ist. Ist der Gladiatorenkampf Living History, also gelebte Geschichte? Living History oder gelebte Geschichte ist ein möglicher Begriff. Wir distanzieren uns davon, weil wir bewusst Abweichungen in Kauf nehmen. Deswegen ist es in unserer Meinung nach keine Living History oder Living Archaeologie, sondern wir tragen Tiefschutz und auch die Frauen tragen Brustschutz, was historisch so nicht korrekt ist. Es war durchaus gewollt, dass man an diesen Stellen getroffen wird und auch entsprechende Verletzungen hat. Bereits im antiken Rom gab es Gladiatorinnen, doch die waren eher verpönt. Weil es ging in der Gladiatur darum, römische Tugenden darzustellen. Und die römische Gesellschaft war männlich geprägt. Bei den Gladiatoris Berolinensis trainieren auch Frauen, wie etwa Luzi. Sie fühlt sich bei dieser rauen Sportart recht wohl. Mit der Waffe auf die 12 macht Spaß. Man merkt im Kampf auf eine ganz, ganz andere Weise, wozu man selber in der Lage ist. Pugnati!
Dann wird gekämpft. Mann gegen Mann, Frau gegen Frau, Frau gegen Mann. Die Gladius brettern auf die Schilder, Füße werden schnell gehoben, damit sie nicht durch einen Tiefstoß getroffen werden. Das kurze Gladiatorennetz schwingt mit, Scutum, Schilder krachen gegeneinander. Wird ein Schaukampf vor Publikum ausgetragen, entscheiden drei Treffer an ungeschützten Körperstellen über Sieg oder Niederlage. Bei einem Trainingskampf hebt einer der beiden Kämpfer den rechten Arm, streckt den Zeigefinger aus und ruft Missio, ich gebe auf. Mehrere Stunden dauert das Training. Man fragt sich, wie das wohl vor 2000 Jahren beim Gladiatorentraining gewesen war. Diese besondere Atmosphäre, sagt Gregor Barth, ist bei den Auftritten vor Publikum noch stärker zu spüren. Wenn das Publikum entsprechend anfeuert, wenn die Stimmung da ist, dann habe ich ein bisschen das Gefühl gelebter Geschichte. Und sollte es die Möglichkeit geben, in Rom aufzutreten, wäre das natürlich der Traum.